zwischen den Tagen von Weihnachten bis Silvester hat man dann ausreichend Zeit, sich die Muster, die sich so ergeben können, anzusehen. Da bin ich am 3. Januar dann zu folgendem Entschluss gekommen. Wie gesagt, das ist eine der täglichen DAX-Analysen, die wir im YWELLEN-Paket, im US-Index Trader und auch im ICE Revelator, auch als Krokomizzi bekannt, täglich erstellen. Und da sind wir zu dem Ergebnis, oder ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die Abwärtsbewegung 1, 2, 3, 4, 5 in römisch-grau hier ausbilden sollte. Im Anschluss sollte dann eine Korrektur auf Richtung, in Richtung 10, 5, das werden wir leider mal genauer definieren, und dann vielleicht nochmal 17, Quatsch, 7, 5, 5, 7 darstellen. Wir sehen auch hier, außer dass es hier natürlich jetzt keine 1 ist, sondern eine A, wir sehen auch hier diese 1, 2, 3, 4, 5 als C, Y eine A, und hier auch wieder die 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben das ja vorhin erlernt, wie solche Korrekturen aussehen. Naja, jetzt mache ich mal ein Bild weiter. Und da sehen wir, dass die 3 sich schon entwickelte. Dann noch die 4, 5 fehlten. Und im Anschluss eine Aufwärtskorrektur als A, B, C stattfinden sollte. Hier ist übrigens, lass uns nochmal gucken, hier ist eine Kerze, eine Woche. Das ist also hier, wie es hier auch links steht, ein Wochenchart. Eine Kerze, eine Woche. Und die 3 entwickelte sich, die 4, 5 ist erkennbar, die 4 in diesem Fall. Der Hochpunkt der 4 schneidet nicht den Tiefpunkt der 1, haben wir gerade gelernt. Und im Anschluss, wenn diese Abwärtsbewegung 1, 2, 3, 4, 5 fertig ist, bildet sich ja wieder eine ABC. Das ist schon alles. Wochenchart. Hier sehen wir die A, die B und die C. Und jetzt kommen wir, das ist ja der Wochenchart, jetzt kommen wir tatsächlich erstmalig auf den Tageschart vom DAX. Allerdings ist der Tageschart im Future dargestellt. Hier. Ich bitte nochmal darum, nochmal genau das zu gucken hier. Im Wochenchart ist hier beispielsweise 1800 ja noch leicht unterschritten. Die 5 der C, der Y der A fertig. Die 5 grau, der C schwarz, der Y grün, der A pink fertig. Und es sollte sich, und es geht jetzt auch nur noch um die A, B, C in grün, die eine B in pink abschließt. Tageschart. Eine A, B, C in grün, diese, eine A, die in grau, eine A, B, C in grün, die die pinke B abschließt. Ich gehe noch einmal zurück. Wochenchart, A, B, C, pinke B. Tageschart, A, B, C, pinke B. Und jetzt wechseln wir mal. Hier sehen wir eine WXY. Das ist schon ein etwas komplexeres Muster. Korrekturen zeigen sich oftmals als komplexer, als man denkt, hätte ich fast gesagt. Wenn man jetzt irgendwie mal einen Wert aus oder versucht auszuwerten, dann sollte man sich, also wenn man jetzt sagt, also da kann ich ja überhaupt nichts mit anfangen, diese 11 Regeln, die wir gerade besprochen haben, die lassen sich überhaupt gar nicht anwenden. Ich wüsste nicht, wo ich die 4 anbringe. Wenn ich da eine 4 anbringe, dann ist diese 4 im Tiefpunkt, ich gehe jetzt von einem Aufwärtstrend aus, dann ist diese tiefer als das Hoch der 1, damit ist gleich wieder Regel X verletzt. Also ich kriege hier nichts gezählt. Dann weiß man, alles, was man nicht zählen kann, ist grundsätzlich eine Korrektur. Und Korrekturen, da muss man nicht versuchen, diese 11 Regeln anzuwenden, eine 1 oder eine 2 unterzubringen, eine 3, 4, 5 unterzubringen, sondern da weiß man, jetzt muss ich mit Buchstaben zu Werke gehen. Also ein WXY oder ein ABC oder sonstige Sachen. Weil da ist
auch eine klare Struktur zu erkennen, aber eben keine 1, 2, 3, 4, 5. Genau, und wir haben jetzt ja im Tagesschart vorliegen diese A, B, C. Und wir wissen, dass eine C immer ein Impuls ist, außer einmal ein Dreieck. Und da erwarten wir natürlich ganz klar wieder, dass ein Impuls logischerweise eine fünffällige Bewegung. Eine 1, eine 2, eine 3, die nicht die kürzeste Welle ist, eine 4, die in ihrem Tiefpunkt nicht unter dem Hochpunkt der 1 liegt, und eine 5, die über den Hochpunkt der 3 geht und damit nicht versagt. Jetzt ist natürlich aus dieser ABC-Struktur im Tageschart eine noch intensivere Struktur im Stundenchart möglich. So, hier sehen wir wieder diese A, diese B und die C. Hier soll sich also bei 10, 6, 47 die schwarze 3, der grünen C, der pinken B ausbilden. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz zurück. Wochenchart. Hier sehen wir noch sehr grob strukturiert die A, B, C, der pinken B. Tagesschart. Ah ja, hier wird es schon ein bisschen deutlicher. Ach so, da soll sich eine 1, 2, 3, 4, 5 ausbilden. Und 2, 3, 4 besitzt dann natürlich, also von mir erstmal angenommen, die oder berücksichtigt alle Regeln. Und diese C, nochmal, die 1, 2, 3, diese 3 ist Teil der C. Und deswegen steht hier 3 der C der B. Wenn wir ganz normal davon ausgehen, hier unten sieht man übrigens noch im, ich muss mich entschuldigen, das ist der 3-Stunden-Chart. Eine Kerze sind 3 Stunden. Nicht der Stundenchart, eine Kerze sind 3 Stunden, 180 Minuten Chart. Pardon. Hier unten sieht man noch die 5, der C, der Y, der A. Ja, das vielleicht mal ganz kurz merken. Grau, schwarz, grün, pink. Und das ist im Wochenchart genau diese hier. Grau, schwarz, grün, pink. Hier würde man in dieser Lunte, die sich im Wochenchart ergeben hat, kaum was erkennen. In der Kerzenlunte. Das sieht man erst dann hier im Tageschart. Oder noch intensiver dann hier im 3-Stunden-Chart. Wenn man jetzt mal ganz genau hinguckt, ich sagte noch vorhin, dass man die meiste Zeit, wenn man so einen bärischen Keil entdeckt oder erkennt irgendwo, dann bildet sich es aus einer dreiwelligen Struktur. Das kann man natürlich hier im Wochenchart nicht sehen. Im Tageschart auch schwer zu erkennen, aber hier im 3-Stunden-Chart. Entschuldigung. Hier im 3-Stunden-Chart sieht man beispielsweise eine AB, eine AB, nicht eingezeichnet, und eine C, also dreiwellig. Und keine 1, 2, 3, 4, 5, sondern eine AB und hier die 1, 2, 3, 4, 5. In der Summe ist aber diese Bewegung zugehörig zu dieser Bewegung. Und das sind genau zwei Bewegungen. Eine Trendbewegung, eine Korrekturbewegung und eine Trendbewegung. Da fehlt aber was. Das kann ja keine 1, 2, 3 sein, sondern warum kann das keine 1, 2, 3 hier sein? Wir wissen es jetzt ja auch. Eine 1, 2, 3 würde ja bedeuten, wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Bewegung ABC eine 4 sein sollte, dann kann da keine 1 hin, weil der Hochpunkt der 1 durch diese mögliche 4 geschnitten worden wäre. Das ist das, was ich meinte vorhin. Wenn man die 11 Regeln an einem Chart nicht unterbringen kann, dann hat das die 11 wichtigen Regeln, dann hat das natürlich einen Grund. Und der heißt Korrektur. So, also diese WXY hat dann die A ausgebildet. Wir sehen, ich sage es einfach mal, ein Expanding Flat haben wir zwar jetzt noch nicht gehört, würden wir eigentlich, wenn wir jetzt noch endlos Zeit hätten bis Mitternacht, dann würden wir die Welttheorie hier weiter auseinanderklabüstern, würde ich mal so sagen. Aber wir werden jetzt ja heute nicht auf die Korrekturformation eingehen. Ich kann nur so viel sagen, wenn die A von einer B, der Ursprung der A von einer B überschritten wird, also so wie in diesem Fall, die A fängt ja hier an,
Und wird hier nur dreiwellig überschritten. Das sieht wahrscheinlich jetzt jeder von uns, der intensiv zugehört hat. Diese Bewegung ist ja auch wieder. Eins, zwei, drei. Dreiwellig. Also muss es eine B sein und kein Impuls. Und diese Abwärtsbewegung ist übrigens auch eine sehr schöne Impulsbewegung. Vielleicht besprechen wir die einfach nachher nochmal, wenn noch Zeit ist. Diese Abwärtsbewegung ist eine sehr schöne Impulsbewegung. Und tja. Naja, auf jeden Fall ist das dann das ABC. Und jetzt hoffen wir mal für die Zukunft, weil das ist der letzte Kurs von Freitag 22 Uhr, 9.922,50 im DAX Future. Und vielleicht hoffen wir einfach mal, dass diese Aufwärtsbewegung sich jetzt wirklich so schön sauber darstellt, wie dieser Abwärtsimpuls. Vielleicht sollten wir ihn jetzt gleich mal besprechen. Dazu würde ich dann den Stundenchart nochmal ganz kurz wählen. Ich hoffe, das ist jetzt um eure Hilfe. Hoffentlich wird das nichts Dramatisches und es geht relativ fix. Nee, ich komme da jetzt einfach momentan jetzt so nicht ran. Doch. Ich komme da doch ran. Ganz kurz. Jetzt können wir einfach mal den 30er-Chart nehmen. Und jetzt nehmen wir mal den. Also wir weichen hier kurz aus, das war jetzt eigentlich gar nicht geplant, aber wir haben die Zeit. Waren die letzten Worte eines Moderators. Nehmen wir mal den 8-Minuten-Chart. Und hier hat übrigens unser Krokomichi-System im Live-Modus, der läuft ja im Live sogar mit, den Hochpunkt erwischt im DAX am Donnerstag war es ja. Ich male das mal ganz grob ein. Oh, Hilfe, was ist denn hier los? Wieso ist denn das keine 1? 1. Also hier die 1, mal ganz grob jetzt nur. Die 2, Hochpunkt erwischt, Krokomichi-System. Mit einem Red Devil, darauf wollen wir jetzt aber nicht näher eingehen. 3, 4 und die 5. Genau. Und die 5. Hier sieht man das. Die 1, 2, Entschuldigung, 3, 4, 5. Das ist jetzt der 8-Minuten-Chart vom DAX. Nur, dass man sich das mal vor Augen hält. Also alle Muster, die wir hier erkennen. Und selbst da wusste man schon. Ich hoffe, ich verhaspel mich hier jetzt nicht. Es ist echt schwierig ohne Feedback. Aber ich mache einfach mal weiter. Hier, selbst hier wusste man schon, dass irgendwas Größeres leider oder zum Glück, wie auch immer, nach unten startet. Hier sieht man ja auch die 1, 2, dann die 3, die nicht die kürzeste Welle sein darf. Sie ist ja länger als diese kleine 1 hier oben. Ich gehe jetzt mal nicht in den 1-Minuten-Chart, ich mal das skizziere das mal nur so grob. Die 4 und die 5. Sehen Sie das? Monologtechnisch muss ich hier auf eine Antwort verzichten. Und dann haben wir doch gelernt, eine A. Das heißt, Sie werden wahrscheinlich jetzt auch wissen, wir haben es ja jetzt ausführlich auch immer wieder besprochen, dass diese Bewegung, selbst wenn man zählen würde, 1, 2, man möchte jetzt unbedingt impulsiv aufzählen, es funktioniert ja nicht. Eine 1, 2, dann hört es bei 3 auf. Hier kommt keine 4, 5. Also ist es eine B. Ist ja genial. Sogar ein Praxisbeispiel können wir das hier. Das ist jetzt wirklich nicht geplant gewesen. So, aber selbst hier können wir das
dann ABC-technisch erkennen. Und der Croc erkennt sowas auch. Es ist ein automatisches System, welches live mitläuft den ganzen Tag über vom FDAX. Wer da Interesse hat, kann auch über JFD beispielsweise in den ICE mal reinsehen. Und wir bekommen über JFD freundlicherweise sehr günstige Konditionen, wo, wie gesagt, was ich am Anfang schon sagte, 100% Begeisterung besteht und niemand in diese durch diese Sonderkonditionen eben irgendwie in irgendeiner Weise mithalten kann. Ich kann das auch jetzt mal ganz kurz so sagen, wie die was heißt Kooperation, aber diese Verbindung mit JFD, Lars kam ja auch vom Gotmo Trader und hat sich fürchterlich aufgeregt über irgendwelche unfairen Kurse und hat da gesagt, jetzt machen wir mal irgendwas und gründen einen Broker. So, weil er es einfach satt hatte von irgendwelchen Banken. Ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, aber da mit falschen Kursen übers Ohr gehauen zu werden und weil ich von der Sache zu 100% fasziniert bin, weil JFD macht ja auch keine Kurse, macht keine Kurse wie andere Market Maker, sondern lässt sie real ableiten dann vom Future und das finde ich persönlich, das muss einfach mal an dieser Stelle gesagt werden, sehr fair und ja, kann man nur empfehlen. Wir, das ist aber nicht das heutige Thema hier, wir sind komplett abgewichen vom eigentlichen Webinarumfang, aber ich wollte jetzt an diesem Beispiel einfach mal erklären, dass wir, also hier, das ist ja auch genial. Also deswegen muss ich auch jetzt ganz kurz was zu sagen, dann geht es auch mit dem ursprünglichen Webinar wieder weiter. Eins, zwei, drei, vier. Und die fünf. Es ist ja genial. Es ist ja wirklich, also bei mir ist es manchmal so, oder fast in 90% der Fälle, dass ich so begeistert bin von den Mustern, weil ich ja, wie schreibe ich immer so schön, bei Gotmo Trader Analyst bin, im Kopf ein Trader und im Herzen ein Wafer. Und deswegen bin ich mit Herz und Blut dabei und komme manchmal gar nicht zum Traden, weil mir das Herz wichtiger ist. Wenn ich die Chance habe, irgendwie zu malen, dann muss ich einfach malen. Das ist so. Wenn, das ist auch ganz, vielleicht wird der eine oder andere, der sich vielleicht jetzt etwas angezogen fühlt von der EJ-Wellentheorie, vielleicht wird der sich dann sagen, oder vielleicht wird der dann merken auch, wenn man sich einen Chart ansieht, man fängt auf einmal nicht mehr an. Ich komme ja auch aus der klassischen Chart-Ecke. Und vielleicht wird derjenige dann sagen, wenn man sich dann einen Chart ansieht, man guckt sofort die Wellenmuster an. Also ich weiß nicht, ob Ihnen das schon so geht nach dem ersten Tag, aber ich vermute mal, wenn Sie jetzt so ein Kursmuster hier sehen, so ein irgendein Kursmuster, dass Sie zumindest mal versuchen, das, was wir heute gelernt haben, in ein Muster einzubauen. Wir haben das jetzt ja sogar mal live und planmäßig an einem 8 Minuten DAX-Future-Chart gemacht. Und ich wollte Ihnen eigentlich nur zeigen, dass es in verschiedenen Zeitebenen immer wieder dieses Muster gibt, was wir gerade in schematischer Form ja stumpfsinnigerweise lernen mussten. Weil es macht ja immer mehr Spaß am Praxischart. So. Letztmalig. Eine 1, 2, 3, 4, 5, wie wir es gelernt haben. Eine A, B, C, 2. Eine 1, 2, 3, 4, 5, wie wir es gelernt haben. Eine 3. Eine A, und wir haben gerade gelernt, dass die B manchmal überschießen darf. Den Ursprung der 3 praktisch überschießen darf, aber dann auch nur kurz die C der 4 ausbildet, um dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 zu zählen. Diese 1, 2, 3, 4, 5, das gebe ich zu, ganz so ersichtlich. Wenn Sie aber hier auf 1-Minuten-Chart zurückblenden, dann wäre uns auch das möglich, hier den sauberen Impuls zu ziehen. Können wir vielleicht auch noch machen. So, worum mir das aber geht jetzt in diesem Fall ist, die 5 der 1 ist länger als die gesamte 1 und 3. Ach, Moment. Ich mach das mal einfach so als Strich. Die 1 bis zur 3 ist ja diese Kursstrecke, die ich hier gerade in Blau dargestellt habe. Wenn wir die an die 4 hängen, haben wir die Länge der 5 und die 5 ging bis da. Das heißt, diese Abwärtsbewegung ist von enormer Schwäche begleitet.
oder wurde von enormer Schwäche begleitet. Meine Leistungskurve lässt schon nach. Wird Zeit zum Kaffee. Nein. Und die lange 5 reflektiert und zeigt schon, dass hier was Größeres abwärts entstehen muss. Und wenn wir dieses jetzt ansehen, die 1, 2 und dann die 3, die war ja wenigstens mal in einem vernünftigen Maß noch, also länger als die 1. Und trotzdem war die 5 hier wieder länger als diese 1. Das heißt, langgestreckte Fünferwellen deuten dann immer auf ein schwaches Marktumfeld hin. Ja, da. Hab ich das gelöscht? Nee. Gut, alles klar. Das lassen wir mal so stehen. Wir sehen nur, dass die Ausdehnung hier der 5 im Verhältnis zu dieser Impulsstruktur an dieser Phase oder in dieser Phase schon nicht mehr so ausgedehnt war. Also dieser Impuls verglichen mit diesem ist die 5 in dem Impuls nicht mehr ganz so lang wie noch bei dem ersten Impuls. Und das deutet dann natürlich wieder auf eine bevorstehende Marktschwäche hin. Also was heißt Schwäche? Auf eine Abschwächung des dominierenden Abwärtstrends natürlich. Dieser Impuls ist immer dominierend, bis er fertig gezählt werden kann bis 5. Und das war übrigens das, was ich am Anfang meinte. Mir ist es immer zu spät, den Bruch der Abwärtstrendlinie dann abzuwarten. Es ist auch nicht schlimm, aber für den Ausstieg oder für irgendwelche Aktivitäten, sondern schön ist natürlich, wenn man die Impulsstruktur vorher so erkennt und dann selbst in der 5 aussteigen kann, hier unten im Tief. Und nicht erst da mit dem Bruch der Abwärtstrend. Das ist aber Geschmackssache. Ist ja auch, liegt ja auch in der Risikobereitschaft des Traders. 1 Minuten Fahrt. 5 Minuten Fahrt. Nee, das kriegen wir jetzt doch wahrscheinlich nicht hin. Kriegen wir wahrscheinlich doch nicht hin. 1 Minuten Fahrt. Was fängt immer da wieder an? Wir machen jetzt mal mit dem Webinar weiter. Das war ein kleiner Ausflug. Weil ich jetzt, das war ein kleiner Ausflug, weil wir mal kurz erklären wollten, wie diese B zur C, weil das eben ein sehr schöner Impuls war, in den inneren Strukturen aussieht. Hier ist es ja nur der 3-Stunden-Chart. Wir haben aber gesehen, dass diese C sehr schön als 1, 2, 3, 4, 5 zählbar war. Okay. Damit machen wir weiter mit der Euro-US-Dollar-Analyse. Und tja, was soll man dazu sagen? Im Jahr 2009 wurde der US-Index Trader gegründet und auch das EJ-Wellen-Finanzmarkt-Analysen-Paket im US-Index Trader. Da traden wir auch live über JFD übrigens den Dow Jones. Und mit diesem Start der Pakete wurde ein Block eingeführt. Die Kunden, und weil es sehr viele waren oder sind, die haben mich dann über E-Mail erreicht. Ich war den ganzen Tag nur am E-Mails beantworten und habe selbst das Wort zunehmen müssen und selbst dann wurde ich nicht fertig. Und da war Gottmut Trader freundlicherweise bereit, uns einen Blog zur Verfügung zu stellen, in den wir fragen können. Weil wenn einer fragt, lieber Wafer, können Sie mal gucken, ob das wirklich eine 1 ist im DAX. Dann nützt es ja nichts, wenn mich zig Mails erreichen, sondern einer fragt das im Blog und 49 oder 930 andere sehen dann, ach, die Frage wurde schon gestellt, mal gucken, welche Antwort da jetzt entsteht. Das war ja naja, der Vorteil des Blogs. Auf jeden Fall kam dann irgendwann im Blog auch die Frage, wie kann es sein, dass der DAX weiter steigen soll und der Euro fallen soll? Wer die Korrelationscharts mal übereinander legt, der weiß, dass in dieser Phase beispielsweise der DAX zusammen mit dem Euro stieg. Und ich bin wirklich ein Feind, muss man schon fast sagen, davon, dass ich sage, jeder Basis, also diese Korrelation, die es nun auf Biegen und Brechen wird, die immer beibehalten. Ich bin der festen Überzeugung, dass die, dass
dass der Markt nur von der Marktpsychologie gesteuert wird und Nachrichten den erforderlichen Schub natürlich bringen. Aber dass man sogar in 87% der Fälle sagen kann, vielleicht ist auch ein bisschen übertrieben, aber ich denke mal schon, also mit der J-Wellen-Theorie ist eine Trefferquote von 87% tatsächlich möglich. Aber dass man sagen kann, im Vorfeld sogar, ich bin mir sicher, dass es zu einer nicht mal positiven oder negativen Nachricht kommt, also angenommen, es stehen Unternehmensdaten oder sonstiges an, sondern ich bin mir sicher, dass die Nachricht, die kommt, egal ob sie positiv oder negativ ist, positiv den Markt weiterentwickelt. Weil es gibt ja auch eingangs habe ich es schon gesagt, dass Nachrichten positiv sein können und der Markt steigt. Manchmal wundert man sich, die Nachricht ist negativ und der Markt steigt trotzdem. Und das vollkommen unabhängig ist von der Art der Nachricht, sondern viel wichtiger ist, in welcher Welle befindet sich der Markt. Ich denke mal auch gerade der 8-Minuten-Chart jetzt, was ein ungeplantes Beispiel war, in jeder Zeitebene finden wir diese Wellen wieder. Und wer bis jetzt noch nicht eingeschlafen sein sollte am Anfang bei der stumpfsinnigen Theorie, der hat das wieder noch wach miterlebt hier. Und da kam natürlich die Frage dann eben beim Euro-US-Dollar, wie kann es da zum Crash kommen, wenn der DAX steigen soll? Vielleicht kennt auch jemand die Analyse E.ON. Da hatten wir ja auch auf der Invest 2009 gesagt, der DAX steht vor einer Rallye. Nicht wie alle oder wie viele Fundamentalisten behauptet haben, wir müssen jetzt schon einsame Inseln mit Rohstoffreservoirs und sowas gründen, weil die ganze Welt wird zusammenbrechen. Das war ja fundamental so schlecht im März 2009. Und wir haben da ja eine Rallye angesagt. In der täglichen DAX-Analyse und auch DAO, um das so mal zu erwähnen. Naja, auf jeden Fall muss diese Korrelation, diese positive Korrelation, dass irgendwas steigt und das andere muss mitsteigen, wahrscheinlich dann, wenn die Masse das weiß, ist es schon zu spät. Dann kommt es nämlich anders. So. Thema Korrelation abgehakt. Wir haben also hier jetzt tatsächlich, vielleicht ist jemand auch so unter Ihnen, der kann ja jetzt mal freundlich nicken, im EW-Paket oder im US-Index-Trader. Und wir haben hier die Crashs eben vorausgesehen und diese speziell hier oben, das war auch so ein Draghi-Day, diese speziell hier oben 2009 auch nochmal auf den Tag genau. Die andere übrigens auch auf den Tag genau. Kann man im Archiv noch nachlesen im US-Index-Trader und im EW-Paket. Da haben wir es auf wenige Pips genau sogar das Hoch hier erwischt und ermittelt. Naja, soll aber nicht Kern der Analyse hier jetzt sein, sondern wir konzentrieren uns wieder auf den Monatschart. Während er hier nachrichtenbedingt nur steigen sollte, soll er wahrscheinlich, also ein, zwei Tiefs kann er ja noch machen, dann wird er wahrscheinlich in Grund und Boden geredet. Und wir stehen dazu, dass wir einen Kursanstieg von 2,0 oder in dem Bereich 2,08 US-Dollar erwarten, sind uns aber dessen bewusst, dass wir hier nur eine kurze Erholung sehen, noch ein weiteres Tief möglich ist. Diese Erholung könnte man fast versuchen zu handeln. Ich hatte ja gesagt, die C einer B oder in diesem Fall die C einer Y einer B, die kann man also durchaus traden. Man kann ja dann dieses Währungspaar aufnehmen, einen Teilgewinn im Hoch der C, einfach wenn man die 5 fertig gezählt hat, verkaufen, Rest auf Einstand, in der Hoffnung, dass eventuell die 2,08 direkt erreicht werden. So. Aber wie gesagt, man muss es hier nicht. Man muss im Euro-US-Dollar nicht unbedingt aktiv werden. Habe ich in der letzten Analyse von gestern auch reingeschrieben. Man muss hier auf Tagesbasis, Wochenbasis gar nicht unbedingt aktiv werden, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass nach dieser Kurserholung doch noch ein Tief entsteht. Es handelt oder soll aber keinen davon abhalten, einen Einstieg Intraday zu finden und vielleicht investorentechnisch diese Position, die Restposition, nachdem man einen Teilgewinn realisiert hat, dann zu verkaufen. Es soll die Restposition zu halten, meine ich natürlich. Bis auf Einstand absichern und dann halten, bis die Gewinne wieder weg sind. Das kann ich auch sehr gut. Auf jeden Fall
konzentrieren wir uns jetzt momentan auf den Wochenverlauf. Eine WXY soll sich ausbilden als B. Die Y ist übrigens auch immer gekennzeichnet durch ein ABC. Und wir haben hier den Monatschart, Entschuldigung, Monatschart. Und jetzt gucken wir uns das einfach mal, boah, Hilfe, was ist denn jetzt hier? Jetzt gucken wir uns das einfach mal im Tageschart an. Bitte nochmal genau darauf achten, auf die A, B, C, der Y der B. Die A, B, C grün, der Y der B. Hier fehlt also noch ein Hoch als A, dann kommt die B, dann kommt die C. Tageschart. A, B, C. Das ist also der Tageschart und wir erkennen auch die A, B, C dann wieder und sehen hier beispielsweise auch nochmal ein schönes Muster, eine 1, 2, 3, 4. Wenn wir hier jetzt ein A, B, C ranmalen würden, wüssten wir wieder, dass die B über den Hochpunkt der 3 ging. Das lasse ich jetzt mal weg, haben wir vorhin alles gelernt schon. Aber zwischendurch sind eben diese Impulse zu erkennen. Hier versuchen Sie mal in diese Bewegung hier, wo ich hier die ABC reingemalt habe und noch eine AB, eine Impulsstruktur zu zählen. Das gelingt Ihnen nicht und mir auch nicht. Und diese 11 Regeln, die wir heute gelernt haben, die sehr einfach sind, die kann man hier nicht anwenden. Und ich sagte ja, wenn irgendwas nicht zählbar ist, dann ist es eine Korrektur. Ein Impuls erkennt man sofort. Hier, die 1, 2, die 3, 4, der Tiefpunkt der 4, selbst wenn er da wäre, darf nicht über den Hochpunkt der 1, darf nicht unter den Hochpunkt der 1 rutschen und so weiter. Genau. Nochmal. A, B, C, Y, B. Und hier sehen wir die A, B, C in circa in Richtung 1,2013. Kein Präzisionsziel. Wir nennen ja auch oft Präzisionsziele. Und dies ist jetzt kein Präzisionsziel. Also beim Präzisionsziel liegt da der Vorteil, dass es an dieser Marke sogar zu einem Wendepunkt kommen kann. So viel würde ich mir jetzt nicht erlauben, das auszusagen, dass bei 2013 definitiv dreht. Meine Stimme versagt. Bin leider leicht erkältet. Aber gut. Die Dow Jones Analyse. Vielleicht liest jemand auf dem Gobbo Trader die Dow Jones Analyse, die wöchentlich erscheint. Und da sind wir, und ich bin auch ausführlich darauf eingegangen, und wöchentlich im freien Bereich auch erscheint, in der Weekend Edition. Da sind wir davon ausgegangen, dass sich zumindest von diesem Tiefpunkt aus eine 1, 2, 3, 4, 5 entwickeln kann. Wie ich es gerade aber auch erwähnt habe, das muss man nicht, darf man nicht vergessen. Ich kann natürlich auch mal falsch liegen damit. Es kann ja sein, dass wir hier nur ein A, B, C aufwärts sehen. Das hatte ich ja auch mit erwähnt in der Weekend Edition. Falls das jemand liest, kann er jetzt kopfschüttelnd sagen, Bescheid sagen. Mir war klar, dass diese rote Linie erreicht wird, aber ich wollte schon gern sehen, wird sie dreiwellig erreicht oder wird sie vielleicht sogar 1, 2, 3, 4, 5-wellig erreicht? Oder wird sie überhaupt geschnitten nach oben? Wichtig war, das Erreichen der Marke war möglich und das möglicherweise durch eine 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt gucken wir mal den aktuellen Chart an und da sehen wir eine 1, 2, es läuft schon die 3, die müsste jetzt natürlich höher laufen und die 4, 5. Ich muss an dieser Stelle aber erwähnen, weil wir jetzt gerade auch live vor Ort sind, bis zu diesem Zeitpunkt könnte man auch eine 1, 2 hier unten zählen und das wäre die 3 und demzufolge nur ein A, B, C. Ich kann es nicht mit 100% ausschließen oder zu 100% ausschließen. Ich kann aber, oder ich bin mir sicher, mit 87%iger Sicherheit könnte ich diese Aussage treffen, dass die blaue 3 läuft. Es gibt immer 13% Fehlanalysen, aber das ist relativ gering, besser als ein Würfel. Und wie wir anfangs schon sagten zu diesem Webinar, es gibt klare Regeln und zur Not auch einen Stopp. Man kann einen Stopp eingeben, schon ist man ausgestoppt. Wichtig ist, die richtige Positionsgröße dann auch zu wählen. Ich kann ja nicht all in gehen, das Haus des Nachbarn mitbeleihen und sagen, okay, das ist jetzt eine 3. Wenn es keine 3 sein sollte und es ist wirklich eine blaue ABC
und wir sehen nochmal die 13.996 irgendwann in diesem Jahr, dann darf nur 1% Verlustrisiko entstehen pro Trade. Ich kann ja nicht sagen, oder ich kann ja nicht mein ganzes Depot draufsetzen jetzt auf dieses. Weil wenn man falsch liegt, und es gibt ja auch Phasen, wo man vielleicht nur eine Trefferquote von 50% hat, es gibt sogar Phasen, wo man nur eine Trefferquote von 30% hat oder besitzt. Und man kann auch mit einer Trefferquote von 30% profitabel arbeiten, wenn das Money Management stimmt. Ansonsten hat man ja verloren. Und ich sage nochmals dringend, was heißt nochmals, erstmals wahrscheinlich sogar, dass die EJ-Wellentheorie, wenn man das Money Management nicht berücksichtigt, nichts wert ist. Wenn man mit der falschen Positionsgröße in den Markt geht und die EJ-Wellentheorie, wenn man meint, der Held zu sein oder sonstiges oder besser als der Markt zu sein oder wie auch immer, und man wählt die falsche Positionsgröße, dann kann ja ein Verlusttrade viele Gewinntrades kompensieren oder negieren oder ja, zerstören. Und es muss ja immer umgekehrt sein. Ein Gewinntrade muss mehr Verlusttrades ausgleichen. Es darf auf gar keinen Fall ein Verlusttrade mehrere Gewinntrades ausgleichen. Wenn Sie sich tatsächlich dazu entscheiden, ins EJ-Wellenpaket oder in den US-Index-Trader oder ins Gold- und Rohstofftrader oder ICE-Trader, die ich betreue, mal reinzuschnuppern, dann können Sie da auch unter FAQs beispielsweise sehr wichtige Sachen, denke ich mal, sehen, wie das Money Management sich zusammensetzt. Wir haben da auch eine Excel, Hollo hat da mal eine Excel für uns angefertigt und da sind sämtliche Ideen des US-Index-Traders auch mit eingeflossen. Oder der Teilnehmer der US-Index-Trader mit eingeflossen. Also ich kann an dieser Stelle aber nur sagen, egal was Sie auch immer machen, die Positionsgröße ist wichtiger als alles, was Sie heute gelernt haben in Bezug auf EJ-Wellentheorie. Weil die beste Analysemethode ist nichts wert ohne Money Management. Punkt. Da möchte ich das Thema auch mit abschließen, beziehungsweise nicht weiter ausarbeiten. Wir haben jetzt das nächste Thema Gold. Ich kann leider keine Zwischenfragen stellen, macht aber auch nichts. Monologtechnisch. Wir haben jetzt das Thema Gold und da warten wir seit vielen Jahren, seit vielen Jahren, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so lange dauern muss, ein Tiefpunkt. Und zwar die CDY dieser vier. Ist das nicht genial? Dieser vier hier. Und wenn die 4 beendet ist, dann muss logischerweise, und bei den Rohstoffen ist es so, eine 5 starten. Und die 5 ist bei den Rohstoffen länger als die 3. Diese 3 ist schon relativ. Die 5 wird bei den Rohstoffen länger. Das heißt, hier ging es ja schon von $200 auf, was war das denn überhaupt hier oben? Ja, sagen wir mal, $1.600 ist es gestiegen. Das heißt, der Preis wird jetzt im Zuge der 5 über $1.600 steigen. Bitte empfangen Sie dieses Ziel 15.123 mit etwas Abstand, weil das klingt unglaublich. Ich denke aber trotzdem, dass es hinkommen kann. Aber wir hatten doch vorhin schon gesagt, das Schwierigste an den EJ-Wellen ist zu glauben, was man sieht. Und oftmals ist es ja auch schwierig, überhaupt zu glauben, was man sieht. Nicht nur bei den EJ-Wellen, sondern manchmal glaubt man nicht, was man sieht. Und wenn Sie zu irgendeinem Analyseergebnis kommen oder zu einem analytischen Ergebnis kommen und dann sagen, das kann doch nicht sein. Wie soll die da wirklich hin? Dann kann ich Ihnen sagen, dass das Unvorstellbarste an der Börse das Wahrscheinlichste ist. Das, was sich die Masse überhaupt nicht vorstellen kann, wird mit 87%iger Wahrscheinlichkeit exakt so kommen. Man sagt ja immer so schön, es kommt wie von allen erwartet, das konnte natürlich niemand ahnen. Nee, aber das ist eben tatsächlich so, dass das Unwahrscheinlichste tatsächlich
eintreten könnte, wert wahrscheinlich sogar. Und ja, man sollte glauben, was man sieht. Wir haben zum Jahresauftakt ein EJ-Wellen-Spezialwebinar geführt. Das kann man unter Umständen, wenn wer gerne möchte, das ging auch 4 Stunden. Und darüber haben wir uns 2 Stunden, haben wir davon schon alleine für den Goldpreis verbracht. Und da war die Wende schon ganz knapp hinter uns. Wir haben aber schon im Beginn des letzten Jahres oder zum Ende des letzten Jahres damit gerechnet, dass sich hier demnächst eine 5 ausbildet. Der C, der Y, der 4. So. Und dann war es soweit. Sehen Sie es? Hier ist ein Chart, Quatsch, eine Kerze, ein Monat. Und hier sehen wir, das Tief bildet sich tatsächlich hier aus. 5, der C, der Y, der 4. Und die 1 startet. Hier ist immer noch eine Kerze, ein Monat. Ich nehme einen etwas aktuelleren Chart. Zack. Und wir wechseln jetzt auf den Wochenchart, glaube ich. Wir wechseln jetzt mal in den Wochenchart. Oder ist es sogar der Tagesschart? Jetzt muss ich selbst lügen. Ist das der Tagesschart, oder? Warum steht da ein Wochenchart drüber? Also bitte ich zu entschuldigen, falls, nee, das ist doch der Wochenchart. Es ist der Wochenchart. Ja, es ist der Wochenchart. Hier Goldesel-Strategie aus dem EJ-Wellen-Special-Webinar. Da hatten wir also eine Taktik eruiert und erstellt, die für einen Long-Impuls oder auf einen Long-Impuls spekulierte. Das sind gefühlte 40 oder 100% auf das Gesamtdepot, wenn man dieser Strategie gefolgt ist. Wer möchte und ein beispielsweise das EW oder den US-Index Trader, das EW-Paket oder so testet, er kann sich dieses Video, das ist da frei abrufbar, kann auch gerne im Blog nochmal fragen, wo alle anderen Teilnehmer sich auch, wo alle anderen Teilnehmer auch rumoxidieren, hätte ich jetzt fast gesagt, der kann sich da mal vielleicht das Video ansehen und die Strategie dazu. Ich finde es interessant. Wir haben es aber trade-technisch im US-Index-Trader und auch im Gold- und Rohstoff-Trader nicht so umgesetzt. Wir haben es nur in dem EJ-Wellen-Webinar ausführlich besprochen über 2 Stunden. Wer ganz viel Zeug dazu hat, hält das bis 15.123 durch. So, wöchentlich oder zwischendrin auch, diese Woche hatten wir sogar Mittwoch die Analyse, meistens ist der Goldpreis immer nur wird der freitags analysiert, aber wenn natürlich interessante Konstellationen, man muss jetzt wirklich berücksichtigen, wir warten hier 4 oder 5 Jahre, 4 Jahre, glaube ich, mindestens 3, 4 Jahre auf dieses Ende der 4. Und jetzt ist es endlich da und jetzt werden wahrscheinlich die Goldanalysen auch häufiger stattfinden. Weil diese Korrektur, ich sagte ja, wenn man irgendwas nicht zählen kann, dann ist es eine Korrektur. Aber wir hoffen nur, dass diese Korrektur jetzt beendet ist. Und ich gehe nochmal wieder in die alten Charts, Wochenchart, und hier sieht man dann den Tagesschart. Hier sieht man im Wochenchart übrigens die pinke 1,2 und die grüne 1,2. Und wenn wir jetzt auf den Tagesschart oder in den Tagesschart wechseln, sieht man natürlich hier die pinke 1,2. Hier unsere graue 4 und wieder eine 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hier sehen wir mal eine Impulsausdehnung übrigens, die wir eben im EJ-Wellen-Webinar nicht weiter besprechen wollten, weil ich nicht genau wusste, wie ich mit der Zeit hinkomme und weil wir dann sowieso bis Mitternacht hier sitzen würden. Und hier sehen wir aber mal eine Impulsausdehnung, beispielsweise eine 1, 2 und dann bildet sich diese neue 3 wieder in eine blaue 1, 2, 3, 4, 5. Hier sehen wir ein sehr schönes Dreieck. Eine A, eine B, eine C, eine D, eine E. Deswegen sagte ich doch zu Ihnen vorhin, wenn Sie den Chart sehen irgendwo, versuchen Sie erstmal ein Dreieck ausfindig zu machen, so wie hier jetzt. Ein Dreieck rein, hier irgendwie eine graue 4 ran und dann gucken, welche 1, 2 gehört denn da unten überhaupt zu. Und dann sieht man hier als 4. So, hier ist ja die passende. Und so kommt man, dass man sich dieses Bild eben hier so erstellen kann. Vielleicht wir wechseln jetzt noch mal ganz kurz in den Performance-Chart des US-Index-Traders und würden uns dann gleich noch mal, dass Sie noch mal einen Einblick dazu erhalten, wie die Analysen überhaupt aussehen, die da geschrieben werden. Wir gucken uns jetzt den Performance-Chart US-Index-Trader an und der hat wirklich 43,94% haben wir in diesem Jahr erwirtschaftet und das ist natürlich nicht immer so, aber wir haben einen Trend, der seit letztem Jahr im Juli
anhält. Wir haben im Juli, von Juli bis Dezember, das Depot irgendwie von 40% auf 105% noch gebracht und haben nahtlos dran angeknüpft und konnten dieses Jahr dann noch die 43,94% erreichen. Und das haben wir, das muss ich allerdings auch sagen, überwiegend, eigentlich fast nur in den Intraday-Webinaren erreicht. Letztes Jahr, auch wenn ich nichts Negatives hier erwähnen wollte, aber letztes Jahr war das erste Jahr im US Index Trader, dass wir mit Positionstrades ein negatives Ergebnis hatten. Es ist leider so, ich kann es nicht ändern, aber wir haben tatsächlich durch die Intraday-Trades diese gesamte Performance erwirtschaftet. Nicht durch Positionstrades. Das Jahr 2014 sah anders aus. Da gab es sogar in einem JFD, in einem Realdepot von JFD, nur mit Positionstrades 60% plus. 2014. Ja. Hauptsächlich Positionstrades. Und das Jahr 2015 war hauptsächlich Intraday-Trades. Und deswegen ist mir die Mischung auch sehr wichtig. Wenn ich merke, es läuft auf Positionstrade-Basis nicht, dann macht es vielleicht Sinn, in den Intraday-Modus zu wechseln oder sich die entsprechende Zeitebene dann zu suchen. So, dann würde ich noch mal ganz kurz darauf eingehen. Leider kann ich keine Fragen beantworten, aber ich würde noch mal ganz kurz zeigen, wie sieht überhaupt so ein DAX-Fahrplan aus. Der wird hier also dann so beschrieben. Ja, wird ganz normal beschrieben und enthält dann eben die Grafiken. Und wir haben dann die Möglichkeit, beispielsweise hier, André, man hört dich, du wärst, also hier haben wir beispielsweise die Möglichkeit zu kommunizieren. Und Lucky Luke ist auch gerade mal hier anwesend und der stellt natürlich jetzt hier boah, sehr viele Aktien, die habe ich mir noch gar nicht angesehen, aber beispielsweise Bemis oder Sigma Design oder sonstige Sachen stellt er dann vor. Oder viele von uns, er hat das, er ist jetzt gerade das beste Beispiel dafür, aber stellt dann solche Aktien vor mit, oder ich auch, vor mit diesen Elliott-Wellen-Counts daneben. Hier sieht man auch wieder überall diese Struktur. Sehen Sie auch wieder 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ja. Also da kann man unter jedem DAX-Fahrplan dann, der hier so entsteht, kann man dann, hier geht es dann los und dann können wir unsere Fragen stellen. Hier drunter geht es dann los. Haben wir natürlich auch einige Auswertungen, um den Markt noch besser einschätzen zu können. Bestimmte Indikatoren verwenden wir da eben. Oder wir gucken rein mal ins EW-Paket hier. Heute Big Picture Count, Euro US-Dollar, den wir gerade besprochen haben. Ja, das Währungspaar Euro US-Dollar könnte sich im Monatschart in einer WXY befinden. Ja, diese WXY, die einen Wellengrad höher eine Welle B vollenden wird, was wir gerade gesagt haben. Etwas Vorsicht ist hier geboten, weil die B sich problemlos auch als Dreieck formieren könnte. Also diese B kann auch tatsächlich, diese Linie, die Sie jetzt hier sehen, vielleicht haben wir einige klassische Charttechniker unter uns. Das habe ich ja hier jetzt eingezeichnet als bärische Flaggenkonsolidierung. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist ja hier so eine Parallelprojektion von der unteren Aufwärtstrendlinie nach oben projiziert. Daraus ist auch das 1.2013er Ziel entstanden. Deswegen keine Präzisionsmarke, weil ich mache Präzisionsmarken nur aus der tatsächlichen Elliott-Wellentheorie heraus und nicht unbedingt aus der klassischen die Charttechnik, die ich aber auch mitverwende und unterstützend einwirken lasse, sage ich mal so. Aber nicht unbedingt als Präzisionsziel, weil da würde ich lieber dann die Wellen und die Fibo-Projektionen dann ansetzen. Aber dieses Konsolidierungsfleck oder Bärenflagge, sagen ja auch einige dazu, die kann sich natürlich auch, diese steigende obere pinke Linie kann natürlich auch fallend sein. Und deswegen habe ich hier unten vorsichtig, glaube ich, erwähnt, habe ich es erwähnt überhaupt? Ich lese mal weiter vor. Sollte sich die angegebene Double-Korrektur als WXY ausbilden, dann, ach nee, warte mal. Etwas Vorsicht ist hier geboten, weil die Welle B sich problemlos auch als Dreieck formieren könnte. Sollte sich die angegebene Double-Korrektur WXY ausbilden, dann wäre noch die Welle Y offen, die sich mit den Kurszuwächsen in den Wellen A, B, C bei den Bullen beliebt machen dürfte. Also diese A, B, C dürfte sich bei den Bullen beliebt machen. Im Tageschart sind die Wellen aus dem Monatschart ebenfalls erkennbar. Die Wellen A, B, C oder Y finden sich exakt wieder und die Welle A wird sich in ihren Unterwellen WXY, Z,
konstruieren. Ich bin da jetzt eben gerade so im Tagesschau nicht so unbedingt drauf eingegangen, weil um jetzt eine Trippelkorrektur oder ja, eine Trippelkorrektur zu näher darauf einzugehen, dazu müsste man wirklich das Simplified gelesen haben. Und ich denke mal, viele von uns oder unter uns jetzt haben vielleicht auch von der J-Wellentheorie das erste Mal heute gehört. Und man kann natürlich nicht gleich alles verstehen, aber hier sieht man es nochmal, die WXY und X2, und hier bildet sich dann die ABC als Z der A aus. Das erkennt man natürlich in diesem kurz im Monatschart nicht, aber im Tageschart lässt sich das dann schon eher ableiten. Also so sehen die Analysen dann beispielsweise aus. Ja. Jetzt. Haben wir noch 3 Minuten? Ach, der macht einfach auch nicht weiter. Okay, ich würde sowieso sagen, wir beenden das Thema dann damit. Ich möchte mich bedanken dafür, dass ich hier den Vortrag halten durfte. Hat mir sehr viel Spaß bereitet. Wobei es natürlich noch schöner wäre, wenn man das beim nächsten Mal, vielleicht bekommen wir es nochmal wieder so hin, ein kleines Feedback oder eine Webcam in die Menschenmenge sehen könnte, weil ich könnte dann erkennen, wer schon alles eingeschlafen ist oder wer eine Frage hat. Und dann ist diese ganze Situation, weil durch die Fragenentstehung lockert das einfach noch ein bisschen weiter auf. Ich rede jetzt hier mit meinem Monitor. Und wäre schön, wenn man sowas irgendwie nochmal hinbekommen könnte beim nächsten Mal. Und ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, dass dem einen oder anderen die Augen geöffnet wurden. Warum handeln so viele Institutionelle? Oder warum handeln mehr Institutionelle nach den YJ-Wellen und weniger private Anleger? Ich habe es ja gesagt, bei der Invest 2009 war ich überrascht. Es haben sich nur 5% gemeldet. Und als ich einen Vortrag hatte bei einem institutionellen, also wo viele Institutionelle waren, da waren das 90, 95%. Und darüber sollte man sich mal Gedanken machen. Wir sind ja, wir werden ja, wir möchten ja nicht Opfer des Marktes werden oder der Masse werden, sondern wir wollen ja versuchen, erfolgreich zu agieren. Und ich habe meinen Weg damit gefunden, eben über die J-Wellentheorie. Ich hoffe, den einen oder anderen vielleicht zumindest den Ansporn gegeben zu haben, dass man sich das mal ansieht. Irgendwann verfällt man dann in den Wahnsinn, dass man sogar vor lauter Malen nicht mehr zum Traden kommt. Das war das, was ich vorhin noch sagen wollte. Aber das ist gar nicht schlecht, weil man verhindert dadurch das Overtrading. Man sieht dann aber im Live-Chart, ach, das kam ja genau wie erwartet. Warum habe ich das dann nicht mitgemacht? Weil ich mal wieder am Malen war. Aber einige erfahrene US-Index-Trader beispielsweise, die bestätigen immer wieder, dass man erfolgreicher ist, wenn man je länger man die Seitenlinie auch besetzt. Man muss gar nicht immer investieren. Oder man ist investiert und verkauft nicht zu früh, sondern lässt die Position einfach mal ein bisschen länger laufen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, wünsche allen jetzt noch sehr viel Spaß.